Ja, hallo Leute, ich bin's wieder mal, euer XGamer032X und diesmal habe ich für euch ein neues Unboxing dabei und zwar vom Logitech G35 Headset. Ich mache dieses Unboxing, ich habe ja eigentlich ein G35, aber wenn ich ehrlich bin, es lässt nach. Es hat den Geist wirklich aufgegeben. Der Bass ist total schlecht nachher gewesen, mir ist das ein paar Mal runtergefallen. Also jetzt nicht denken, dass das Headset an sich schlecht ist, sondern das Headset ist wirklich geil, muss ich sagen. Aber naja, mir ist es halt ein paar Mal runtergefallen und das ist ärgerlich. Musste ich mir neu kaufen, beziehungsweise habe ich vom Mediamarkt, hey Werbung, neu bekommen, da ich das auf dem alten noch Garantie drauf hatte. Und ja, das unboxe ich jetzt mal für euch. Ich zeige euch nochmal ganz schnell die Packung. Also ist wirklich das G35, habe ich mir gerade frisch gekauft. Schön im Regen wieder zurückgefahren, das macht echt Spaß. Gut, hier wieder mein Messerchen dabei, oder brauchen wir es heute gar nicht? Können wir mal nachschauen. Doch, wir machen hier einmal so ein bisschen das weg. Und das sollte es jetzt auch eigentlich schon gewesen sein. Jo, so. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Also. Wenn wir das hier aufmachen, können wir hier direkt so einen ganzen Kasten herausholen. Der Karton, den können wir ja mal wieder hier so zusammenmachen. So, den bewahre ich nämlich auf für schlechte Zeiten. Nein. So. Was haben wir hier oben drauf? Pure Gaming. Okay, das würde ich sagen, sind die Treiber. Und die Anleitung. So. Und zwar haben wir hier drin die Logitech G35 Treiber. Kann ich euch nochmal zeigen hier. Das sind die Treiber, die wir hier dabei haben. Und dann haben wir hier noch, ja, was unsere Meinung zu diesem Gerät ist. Da müsste man eigentlich ganz gut erkennen können. Eigentlich unwichtig. Packe ich mal zu dem Müll, beziehungsweise zu den Packungen. Das hier ist die Quick Start Guide oder der Guide für das G35. Sind sehr viele Seiten drin, also wirklich in sehr vielen Sprachen auch beschrieben, wie ihr sehen könnt. Na, Fokus, sehr schön. Ja, also ich spreche ja gelegentlich nur mal Deutsch, ne? Also, naja, nicht wirklich, was ich mir durchlese. So, dann kommen wir mal zu dem Headset an sich. Sehr schön eingepackt. Nehmen wir das denn jetzt mal am besten ab hier. Achso, ist nur angeklebt. Mit so einem fiesen Klebedinger. So. Hier drin ist hier was. Ja, das hier sind die Polster, die man hier bei dem Headset hinten so reinhauen kann und dann ist da eine bessere Polsterung, dann passt sich das dem Kopf besser an. So, ich lasse aber eigentlich das Standardding drin, deswegen brauche ich die nicht. So, das Ding machen wir jetzt auch mal auf. Dann machen wir das dann mal. Ich würde sagen, so. Ist hier noch irgendwo fest? Nö. So. Das packen wir mal hier zur Seite. So. Hier wäre das ganz brandneue Headset. So, so. Damit gehe ich jetzt auch sehr vorsichtig um. So, also ist wirklich verdammt cool das Teil, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ihr seht, sehr schick, sehr schick, schick, schick. Ihr könnt das mal vergleichen. Na, das verhängt sich hier mal zwischen dem Stativ. Ihr könnt das jetzt mal vergleichen. Ich kann euch ja mal mein altes zeigen. Also ihr seht hier, das ist wirklich das Kabel. Das ist sehr lang, bestimmt 3-4 Meter. Und ihr könnt ja mal vergleichen, hier ist wirklich kein Kratzer drin, gar nichts, komplett neu, niegelnagelneu. Ich brauche das ganze Teil auf 3. So. Das wäre meine Größe.
Wir können das ja mal vergleichen. Das, und jetzt ziehe ich mal das alte von mir vom PC ab. So. Und das ist jetzt mein altes. Es ist wirklich total Schrott. Ihr seht, schaut euch mal an hier, wie weit man das knicken kann. Also es ist wirklich sehr kaputt. Also, naja, ich habe es lange benutzt, sagen wir es mal so. Ihr könnt hier die Kratzer drauf sehen und alles. Aber es leistet wirklich sehr gute Arbeit. Hier ist es nach einer Zeit, nach knapp 1,5 bis 2 Jahren ist es auch kaputt gegangen vom ewigen Aufsetzen, Ansetzen und so. Also für mich trotzdem eine absolute Kaufempfehlung. Das Headset gibt wirklich was her. Der Sound von dem Mikrofon ist wirklich verdammt gut. Und der Surround-Sound haut wirklich rein. Also kauft euch das, falls ihr da Interesse dran habt. Ihr macht keinen Fehlkauf, das kann ich euch direkt versprechen. Also es lohnt sich. So. Und ich bekam hin und wieder, für die Leute, die das interessiert, ich bekam also wirklich sehr oft Nachrichten, wie sieht denn deine PC-Ecke aus, wie zockst du so, mit was zockst du. Ich werde jetzt mal die Kamera hier vom Stativ abnehmen und hier kann ich euch das zeigen. Also hier mein Skiller-Stuhl, mein PC, den ich mal wieder sauber machen muss. Ja, Bismarck, Zelda. Paar Games, ein Film. Hier halt ein paar Games. Ja. Ja, und hier zocke ich halt immer. So natürlich. Na, Fokus. Ja. So zockig. Okay, die Dinger stehen da nur noch rum, weil ich nicht weiß, wohin damit. Die brauche ich natürlich nicht, die benutze ich auch nicht mehr, die gehen auch gar nicht mehr. Die halten nur meinen Monitor fest, damit er nicht hinten in die Wand reinrutscht. Nein, hier meine Maus. Logitech G500. G19. Schöner Acer 24 Zoll Monitor. Also hier schockt wirklich schon so zu zocken. Ja, ich weiß, Loch in der Hose, sieht toll aus. Gut, ich würde sagen, das war's denn für dieses Video. Das Teil ist geunboxed. Packen wir das hier mal da rein. Mein Stativ zu sehen, yeah. So, also ich würde sagen, das war's denn für dieses Unboxing. Und ja, lasst einen Kommentar da, eine Bewertung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer XGamer032X. Tschüssi!